Heute suchen wir Holunderblüten und machen da Getränke raus. Ich zeige euch zwei Rezepte, ich zeige euch die Wirkungen davon und ein paar Inhaltsstoffe. Kommt mit! Das hier ist der Holunder. Der Holunder, die Wirkungen, das stillt Fieber. Finde ich eigentlich sehr interessant, weil manchmal kriegt ja man Fieber und man kennt das, man nimmt irgendwie so Fiebertabletten oder sowas, aber die Natur bietet das einfach schon, diese Eigenschaft. Es riecht auch gut, es ist auch gut für den Rachen, wenn du Fieber hast, hast du auch wahrscheinlich auch mit Hals was, mit der Nase und sowas. Es lindert dann auch die Halsschmerzen. Das ist auch gut für Leute, die Pollenallergie haben, wie ich. Das holt den Schleim aus den Nasen raus. Das müsste man aber mit einem Tee, glaube ich, hinbekommen. Ich mache jetzt hier einen Saft daraus, leg das schön, lass euch überraschen. Und schleimlösend wirkt das. Die Inhaltsstoffe von Holunder ist einmal ätherische Öle. Voll interessant eigentlich. Man könnte das ja wirklich einfach im Wasser reinlegen und dann hat man ätherisches Öl eigentlich im Wasser dabei. Ne? Probiere ich jetzt gleich mal aus. Ätherische Öle sind ja wirklich sehr gesund. Man kennt das ja in der Natur. Mir ist gerade eingefallen, man kann ja es reiben. Dann hast du die ätherischen Öle von der Pflanze. Dann schmiert ihr euch das Gesicht einfach ein. Dann habt ihr eure ätherische Öle im Gesicht. Und das fühlt sich eigentlich sehr schön an. Und es ist ein bisschen ölig auch. Und die riecht gut. Gerbstoffe, ne? Zusammenziehende Eigenschaften hat das. Bei Wunden, innerlich. Hier haben wir nochmal einen richtig schönen Holunderbaum. Ihr müsstet auf jeden Fall achten, wenn der Holunderbaum unter 1,50 Meter ist, kann das sein, dass es nicht der richtige Holunderbaum ist. Es gibt der richtige Holunderbaum und ein giftiger Holunderbaum. Da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten. Der ist ja 5 Meter hoch oder so. Der ist auf jeden Fall essbar. Guckt einfach mal auch mal im Internet. Es gibt noch so viele Informationen über den Holunder. Es hat wirklich, ist auch so eine kleine, schöne Heilpflanze. Ne? Und ihr fragt euch, wenn ein Baum zu groß ist, wie komme ich denn da ran? So, ihr braucht einfach einen. Und schaut mal, dann kann ich mir einfach eine Blüte abpflücken. Mhm. So, ich versuche jetzt mal den Holunder in einer Saftpresse zu pressen. Mal gucken, ob da überhaupt Saft rauskommt. Ah. Ja, es kommt Saft raus! Ha. Wie geil ist das denn? Hab das mal auf in den Saft da. Alter. Was ihr machen könnt, ihr könnt das auch, den Saft einfach einfrieren in so kleinen Eiswürfeln. Dann könnt ihr das einfach in ein Getränk reinpacken, im Wasser. Auf jeden Fall gucken, ob da die ganzen Tiere raus sind, wenn man das pflückt. Vielleicht nicht waschen, weil dann habt ihr diesen schönen Honig und Pollen ja, weggespült. Und das ist ja ein bisschen schade. Voll schön. Das ist das erste Rezept. Pure Blütenextrakt oder wie man das nennen soll. Alter, das ist aber... Ah, das ist aber Energie, Mann. Das ist so ordentlich, Mann. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Alter. Mann, du das gut, Mann. Ich glaube, das ist kein Wachmacher, ist, Alter. Boah, möchtet ihr mal? Dieser Blick. Ich glaube, ich müsste es selbst pflücken, Bruder. Ja. Riecht ihr das? Wirklich. Das ist heftig. Ne? Boah, Alter, macht das wach. Okay, jetzt kommt das zweite Rezept. Das erste war ja schon heftig, ne? Das ist ja wirklich, wenn man mal einen Push will. Jetzt machen wir das mal ein bisschen leichter und angenehmer. Ich schütte es hier rein. Messer kommt. Wasser kommt. Danke für das Messer. Die Zitrone aufschneiden. Dann kommt Wasser. Vielen Dank. Gerne. So, und jetzt Zitrone. Passt. Am besten Stadl fahren, das ist Hammer. Ich habe jetzt die Leitungswasser drin, aber muss ja keiner wissen. Ne? Jetzt mal. Die Leute, die keine Haare auf den Zähnen haben, für die Genießer, ihr könnt Süßmittel nehmen. Aber nicht einfach so ein Süßmittel, das ist eklig. Stilvia, richtig geil, natürlich. Honig, Blüten, Vollrohrzucker ist auch gut. Aber bei Stilvia müsst ihr ja auch wirklich ganz wenig mitnehmen, weil das ist wirklich sehr süß. Zack! Schmeckt auf jeden Fall gut, aber da fehlt auf jeden Fall Eiswürfel.
Freut mich, dass ihr das Video angeguckt habt. Ich hoffe, dass ihr das ausprobiert. Es ist auf jeden Fall interessant. War schön, dass ihr das angeguckt habt. Bleibt gesund. Passt auf, was ihr pflückt. Ne? Es kann man kann das verwechseln. Habe ich euch aber auch gesagt. Ja, schönen Tag euch.